Kann man mit Wix so ganz ohne Code ein Formular erstellen, das sich dynamisch mit jeder Antwort verändert? Ja, kann man. In diesem Video, was ich dir gleich zeigen werde, zeige ich dir, wie das geht, welches Formular du dafür nehmen kannst, wie du die Regeln einrichtest und noch vieles mehr. Also, los geht's! Dieses Video ist übrigens Teil 1 von 2 Teilen zum Thema Wix Forms und Wix Formulare. In diesem Teil behandle ich, wie man so ein Formular erstellt, und im zweiten Teil geht es darum, wie kann ich das Ganze mit meiner Webseite verbinden, so dass sich ganz automatisch die Antworten immer auf der Seite aktualisieren. Deshalb solltest du den Kanal unbedingt abonnieren, weil den zweiten Teil gibt es bald. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Petra, die Wix-Expertin für den deutschsprachigen Raum, und ich habe mit diesem Kanal, den Tutorials und mit meinem Coaching schon mehreren 100.000 oder wie auch immer Leuten geholfen, ihre Webseite besser zu gestalten. Also als erstes muss ich mir überlegen, was für Demonstrationszwecke, was für ein Formular ich erstelle. Also das Ganze kannst du machen. Also ich meine, die Möglichkeiten sind unendlich. Egal, ob du jetzt ein Feedback-Bewertungsformular machst, ein, was kann man denn machen? Das gleiche Prinzip kann man machen für ein individuelles Anmeldefenster für deine Mitgliedschaft. Wie du ein individuelles Anmeldefenster erstellst, habe ich ja schon mal ein Video dazu gemacht, verlinke ich auch noch mal in die Beschreibung. Aber ich glaube, ich werde heute mal ein Bewerbungsformular machen. Es gibt 3 offene Stellen, und je nachdem, welche Stelle man auswählt, soll ein anderes Fenster erscheinen, in dem man was anderes ausfüllt. Also man kann das Ganze viel komplexer gestalten, aber es würde hier den Rahmen sprengen. Aus diesen Gründen habe ich gesagt, ich mache nur 3 Stellen. Je nachdem, was der Mensch dann anklickt, soll unten drunter was anderes kommen. Das fertige Formular sieht so aus. Und jetzt zeige ich dir, wie das geht. Schritt Nummer 1 ist, wo finde ich überhaupt Formulare? Ganz klar im Editor. Also ich behandle immer nur den Editor. Später im Jahr wird vielleicht doch nochmal der Editor X kommen. Ich bin dann weiterhin so am Experimentieren. Aber erstmal Editor. Findest du auf der linken Seite unter Formulare. Und da spielt es keine Rolle, welches Formular du nimmst. Ich würde dir aber empfehlen, eins zu nehmen, was bereits so entweder dir gefällt, vom Aussehen her, dass du am wenigsten verändern musst, oder aber bereits die Funktionen hat, die du haben möchtest. Ne? Also einfach draufklicken oder auf die Seite schieben. Wichtig hier vielleicht nochmal zu erwähnen ist, also das Formular sollte schon mit Wix Forms erstellt werden. Das erkennst du daran, wenn du auf das Widget klickst und da steht Wix Forms. Für manche von euch, die bereits schon seit längerem eine Wix-Webseite haben oder Pech gehabt haben und wirklich ein sehr altes Template gewählt haben, es gab früher noch andere Formulare. Manche Menschen haben ihre Formulare noch gebaut mit, ich glaube, das hieß Wix 123 Forms. Da geht das nicht, da gibt es die Option Bedingung oder Regeln nicht, und da müsst ihr einfach drauf gucken, wenn ihr es nicht findet, runter damit und wieder neu bauen. Hast du eigentlich, was ich mich immer frage, hast du eigentlich ein Kontaktformular oder gibst du deine E-Mail-Adresse als E-Mail-Adresse auf deiner Webseite? Ich wollte einfach nur mal wissen, nur mal so abfüllen, wie viele Leute das haben. Kannst du einfach in die Kommentare reinschreiben, würde mich einfach nur mal so interessieren. Und also im Hinblick, wie viel Spam du bekommst, darum geht es mir eigentlich.
Drei Tipps im Vorfeld. Designe das Formular fertig. Dann gibt's dir nicht so wie mir. Wenn du dir dann eine andere Regeln überlegst, dann zerschießt dir das ganze Formular und du kannst fast wieder von vorne anfangen. Regel Nummer zwei ist, die sollte eigentlich selbstverständlich sein. Ich sag's trotzdem mal. Regeln sollten logisch sein. Das heißt, die Regeln sollen aufeinander aufbauen. Dadurch, dass man sie aber auch austauschen kann, kommt man manchmal so ein bisschen in Schleudern. Speziell, wenn es halt eben darum geht, dass etwas Pflichtfeld ist. Wenn dieses Pflichtfeld nicht ausgefüllt wird, dann kommt es sofort zu einer Fehlermeldung. Dann wird nicht die andere Regel ausgeführt. Also, ne? Logisch. Und Tipp Nummer drei ist, die DSGVO. Ne? Eigentlich ganz klar Datensparsamkeit, wenn es geht, und wenn du die Informationen nicht brauchst, solltest du sie auch nicht abfragen. Je persönlicher es wird, desto schwieriger ist das Ganze. Ne? Also von daher dran denken. Schritt für Schritt bedeutet das, was ich dir auch ans Herz legen würde, ist, dass du sofort das Formular benennst, so wird dann die Tabelle genauso heißen wie das Formular. Dann ist es einfacher später im Teil 2 zum Verbinden. Gerade wenn du viele Formulare hast, dadurch, dass sie alle so individualisierbar sind, und wenn du später darauf auf die Tabellen zugreifen möchtest, also auf diese ganzen dynamischen Inhalte, dann macht es durchaus Sinn zu wissen, wo kommen die eigentlich her. Na, was auch wichtig ist, guck wirklich, wo du deine Benachrichtigung kriegst. Ganz oft ist in den Wix-Forms, zieht sich die E-Mail-Adresse aus deinem Wix-Konto. Und ganz oft sind das so Sachen wie web.de und gmx, was grundsätzlich kein Problem ist, denn dort steht nichts anderes, als dass jemand ein Formular eingereicht hat. Aber der Mensch antwortet ganz gerne dann direkt darauf und dann sieht es ein bisschen unprofessioneller aus. Ne? Und natürlich nicht vergessen, mobile Ansicht. Hier würde ich dir ans Herz legen, Formulare einspaltig, nicht zweispaltig. Ist einfach auszufüllen. Große Buttons, nicht kleine Buttons. Sogar ich mit meinem Finger habe manchmal Schwierigkeiten, auf irgendwas zu klicken. Ne? Und easy peasy.
Falls dir das Ganze zu schnell gegangen ist oder zu kompliziert oder du sagst, boah, ich habe da keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen und mich da reinzufuchsen, kannst du mich auch gerne buchen. Der Link ist ebenfalls in der Beschreibung und wir stellen dein kompliziertes oder nicht so kompliziertes Formular zusammen. Hat dir dieses Video gefallen? Dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Subscribe meinen Channel, damit du nichts verpasst. Und falls du Fragen hast, poste diese liebend gerne in die Kommentare. Ich werde sie beantworten, versprochen. Und in diesem Sinne, let's wix it, deine Petra.